das Werk Nova Europa in Stans besteht aus 10 handelsüblichen Bronzelettern, die ich technisch vergoldet habe und die ich auf das Portal in Stans appliziert habe. Ich sage immer, wenn die Leute mich darauf ansprechen, dass das ja ein kleines Werk ist, sage ich immer, ja, aber mein Werk ist ja 6 Meter breit und 2 Meter tief und 8 Meter hoch, weil die Applikation, dass die ganze Portalsituation zum Werk werden lässt. Also es gibt keine Grenzen mehr und das ist das Werk und das hat ein Rähmchen drum und das hat ein Namensschild darunter, sondern es ist eine Verschiebung von der ästhetischen Grenze. Wo hört das Werk auf? Wo fängt es an? Also die ästhetische Grenze ist das Thema von dieser Arbeit, wo sich aber thematisch hinwendet zu ganz realen Grenzen. Im Atelier zu arbeiten, das ist natürlich ist etwas Wunderbares, es ist etwas Privilegiertes, es ist etwas Gewöhnliches auch. Es ist eine Alltäglichkeit, die mich erfüllt und wo mich meistens auch ärgert. Weil das sind natürlich auch die Orte, wo persönliche Unzulänglichkeiten permanent hervortretet und das sind so also ambivalente Stimmungen, die ich hier erlebe. Jetzt gibt es einen Tee. Ja, der Bezug von Kunst und Architektur ist für mich wirklich zentral und es ist ein für mich die natürlichste Beziehung, die ich mir vorstellen kann. Also das Werk, das in der Architektur aufgeht, ist für mich ein gelungenes Werk, ist für mich ein glückliches Werk. Und ich bin weniger interessiert an also vagabundierenden Artefakten, wo einfach im Handel irgendwo auftauchen und wieder verschwinden, sondern für mich ist eine architekturgebundene, präzise Zutat in einem architektonischen Kontext eigentlich das die höchste Stufe von einem Kunstwerk. Meine Herkunft hat mich natürlich immens geprägt. Ich versuche das nicht zu kultivieren, dass jeder Mensch hat eine spezifische Herkunft hat. Bei mir ist sie ein bisschen zugespitzt, weil ich aus einem gewissen Milieu komme. Ich komme aus der Innerschweiz, ich komme aus einem abgelegenen Tal, wo ich früher verlassen habe, wo in mir den Wunsch hat lassen reifen, dass man in die Welt rausgeht. Allgemein natürlich immer wieder Bezug zur Geschichte und zur Klassik im Allgemeinen. Für mich ist die Klassik oder die klassische Kunst, was auch immer man unter dem Begriff versteht, ist eine Art DNA von unserer ganzen Kultur und Kulturgeschichte. Auf der Kronenwiese, das ist im Grunde genommen ein lang ersehnter Wunsch, der da in Erfüllung gegangen ist, weil es eine fast schon ideale Beziehung gegeben hat zum Bau, wo meine Arbeit beheimatet. Und es ist keine Risslinie mehr zu sehen zwischen
zwischen dem Werk von mir und der Architektur. Das ist also wirklich eine Einheit, wo da können entstehen aufgrund von sehr guten Umständen, sowohl was die Bauherrschaft anbelangt, als auch die Architekten, wo die Gedanken sofort verstanden haben und wo die Gedanken auch forciert haben. Und das ist im Grunde genommen sehr, sehr grosse Genugtuung, wenn so ein Werk so entstehen kann.